Ängste und Traumata verscheuchen deine spezielle Person und auch Geld. Ja, ein ganz, ganz wichtiges Thema hier heute in einem unglaublich augenöffnenden Video auf meinem Kanal. Herzlich willkommen, Divine Design Manifestation. Wir beschäftigen uns damit, wie wir unser Traumleben manifestieren können aus unserer Divine Design Soul Blueprint Identity heraus. Aus der Identity, die wir in Wahrhaftigkeit sind, die wir wirklich sind, die alles beinhaltet, unsere komplette und gesamte Realität. Ja, warum verscheuchen Ängste und deine Traumata deinen SP und auch Geld? Ganz einfach, weil Ängste und Traumata dich in einer Identität und Realität halten, in der die Dinge, die du dir wünschst, abwesend sind. Und was wünschst du dir? Was wünschst du dir von deiner speziellen Person? Was wünschst du dir von Geld? Du wünschst dir Sicherheit, Liebe, Freiheit, richtig sein, gut sein, dich angenommen, angekommen fühlen, sorglos zu sein. Das sind die Wünsche, die stehen hinter diesen Symbolen, SP, spezielle Person, Partnerschaft und natürlich auch Geld und Reichtum. Und deine Traumata, deine Ängste verscheuchen genau diese Symbole. Warum verscheuchen sie sie? Sie sind nicht ein energetischer Match mit dem, was du bist, wenn du in deinen Traumata und in deinen Ängsten lebst. Deine Traumata und deine Ängste, solange du nicht weißt, was sie wirklich sind und wie sie dich treiben, manifestieren sich nach außen, indem du siehst, wie sich dein SP zurückzieht, wie deine finanzielle Situation immer schlechter und schlechter wird oder dein SP heiß und kalt ist, deine finanzielle Situation nicht stabil ist oder auf einem gedämpften Level, wo du dir wünschst, mehr Geld, mehr Freiheit, mehr Selbstbestimmung. Dein SP, wo dir vielleicht Grenzen vorgibt, wo du glaubst, wenn ich das mache, dann mag er mich nicht mehr, dann ist er nicht mehr so aufmerksam und so weiter und so fort. Wie du siehst, ich habe dir jetzt gerade ein Gefängnis gebaut, in das setzen uns unsere Traumata und unsere Ängste hinein. Wir sitzen in einem Gefängnis vor lauter Angst und vielleicht auch Panik, dass Dinge passieren können, die uns enttäuschen, die uns den Boden unter den Füßen wegziehen, die uns einsam machen, die uns abhängig machen. All diese Dinge sind hinter diesen Traumata versteckt. Und solange die dahinter versteckt sind und sozusagen ihr manifestatives Unwesen treiben, indem sie sich immer wieder im Außen zeigen und wir immer wieder diese Beschränkungen sehen, statt Freiheit, immer wieder diese Ablehnung sehen, anstatt kompromisslose Liebe und Angenommenheit, indem wir immer wieder diese Unterdrückung sehen, weil wir uns immer wieder diese Frage stellen, darf ich das, kann ich das, ist das in Ordnung? Und dieses Gefängnis willst du verlassen. Dieses Gefängnis willst du verlassen und du hast diesen Trugschluss, dass du glaubst, wenn du deinen SP manifestierst in dieser Art und Weise oder andere Menschen veränderst, dass dieses Gefühl in dir entsteht und du endlich dich sicher fühlst, gut und richtig und angekommen. Das Gleiche mit Geld, wenn du weißt, du hast einen Zustrom, einen ständig größer werdenden Zustrom, auf dem du dich verlassen kannst, dann glaubst du, dass du endlich sorglos sein kannst. Aber das wird so nicht funktionieren und wahrscheinlich hast du das schon rausgefunden, weil du warst ja schon in diesen Situationen verliebt, SP da, unterstützt, Geld da. Und Freiheit da und trotzdem hat sich das leer angefühlt. Trotzdem hast du dich nicht erfüllt gefühlt. Trotzdem hast du noch das Gefühl gehabt, irgendwas stimmt hier nicht, irgendetwas ist hier falsch.
Und diese Gefühle, diese, es ist was falsch, es ist was nicht sicher, es ist was unzuverlässig, diese Gefühle kommen aus den Traumata, aus den Ängsten, die du noch in dir trägst und von denen du fälschlicherweise glaubst, dass sie ein Teil von dir sind, dass sie zu dir dazugehören, dass sie deine Identität ausmachen. Ich bin halt ängstlich, ich bin halt vorsichtig, ich bin halt nicht risikobereit, ich zeige mich nicht so gerne in der Öffentlichkeit, ich bin lieber so ein bisschen ein Underdog und zurückhaltend. All diese Sachen, und wenn du das denkst und wenn du glaubst, das bist du, dann muss ich dir sagen, das bist du nicht, sondern das ist das, was deine Ängste und deine Traumata dir sagen. Und die kommen natürlich aus vergangenen Erlebnissen. Wir alle haben solche Situationen schon erlebt, wo wir plötzlich allein da waren, keiner hat uns geholfen, wir sind allein auf weiter Flur, wir sind verlassen worden, wir sind enttäuscht worden, wir sind belogen worden, wir sind betrogen worden. All diese Dinge haben wir alle erlebt. Aus diesem Grund haben wir alle gewisse Traumata, gewisse Ängste, die mal größer und mal kleiner sind, die uns mal größer ins Gesicht schauen und sagen, hallo, schau mich an, und mal einfach nur leise, still und heimlich im Hintergrund laufen und agieren und uns dann halt einfach nur unsicher machen oder dafür sorgen, dass wir Dinge, die wir eigentlich gerne machen würden, nicht tun. Und damit das Ganze ein Ende hat, gibt es nur einen einzigen Weg, sich diese Dinge klarzumachen, hinzuschauen. Ohne Angst zu wissen, hier ist eine Geschichte aus der Vergangenheit, die aktiviert sich immer wieder selber durch gewisse Situationen, durch gewisse Trigger, durch gewisse Worte, Aussagen, vielleicht sogar Gerüche, Musik, was auch immer diese Trigger sind. Und solange diese da sind, werden sie immer wieder getriggert. Und erst wenn du sie an die Oberfläche bringst, dir bewusst wirst, nicht mal woher sie kommen, sondern was da ist, was da ist und dass es einfach nur da ist, weil du dich damit noch identifizierst und dass sie deswegen dadurch noch in deiner Realität immer wieder auftauchen müssen, bis du sagst, okay, jetzt werde ich sehen, was da ist. Werde ich die Lügen dahinter klären und entlarven? Alles, was mir noch sagt, dass diese Sachen bedrohlich sind, dass ich mich schützen muss, dass ich nicht frei sein kann, dass ich irgendwo noch Wände, Barrieren, Mauer, Zurückhaltung, Ablehnung aufbauen muss. Und genau darum geht's in dem Programm Die weibliche Alchemie. Und es hilft dir, diese Ängste und Traumata wirklich anzunehmen als das, was sie wirklich sind. Und zwar verlogene Geschichten aus der Vergangenheit, vielleicht schon aus der Vergangenheit von Generationen über Generationen, die energetisch weitergegeben worden sind, diese verlogenen Geschichten aufzudecken, sie anzuschauen, die Angst dahinter zu verlieren, dann die Auslöser dahinter auszulöschen und auszuradieren, sodass du letztendlich in deine Divine Design Soul Blueprint Identity einsteigst und weißt, ich muss vor nichts Angst haben. Es passiert mir nichts. Es wird mir keine Angst mehr reflektiert. Es wird mir keine Überreste von Traumata mehr reflektiert, weil sie haben keine Ladung mehr. Ich kenne sie. Sie sind mir absolut bewusst, aber ich wähle, ob ich mit ihnen gehe, wie ich mit ihnen gehe, was sie für mich für eine Bedeutung haben, ob sie bedrohlich sind oder ob sie einfach nur ein Hauch, ein Rauch der Vergangenheit sind. Und da kommen wir hin in diesen 4 Wochen. Wir starten am 3. Juli um 20 Uhr via Zoom. Wir haben jeden Montag 4-mal einen Zoom-Call und wir tauschen uns aus in einer privaten Telegram-Gruppe, wo ich dir für Fragen und Antworten zur Verfügung stehe, die ganzen 4 Wochen jeden Tag.
Jeden Tag. Und das ist eigentlich ein No-Brainer. Das ist ein der wichtigsten Teile auf deiner Divine Design Reise, dass diese im Untergrund brodelnden und schwellenden Ängste und Traumata aufgelöst werden, damit sie auch nicht mehr getriggert werden können. Wenn sie nicht mehr getriggert werden können, dann sind sie nicht mehr dafür verantwortlich, dass sie sich im Außen zeigen und manifestieren müssen. Und wenn du in solchen Situationen immer wieder bist, wo du das Gefühl hast, das Leben ist gegen mich, ich bin nicht unterstützt, ich bin alleine, ich bin unsicher, ich kann Dinge nicht tun, die ich möchte, ich traue mich nicht, ich bin auch unsicher, wie ich reden soll, ich bin unsicher anderen Menschen gegenüber, ich bin unsicher meinem SP gegenüber, ich stelle mir die Frage, darf ich ihm schreiben, was darf ich ihm schreiben, wie soll ich schreiben, wie soll ich überhaupt sein Menschen gegenüber, ich habe Angst vor fremden Menschen, ich habe grundsätzlich Angst, dass ich irgendwie falsch ankommen könnte. All diese Dinge, ja, wenn du dich nicht ohne Make-up aus dem Haus traust, wenn du in deinem Business stecken bleibst, weil du eigentlich festgefroren bist in einem Konzept, einem Business-Konzept, das so läuft und du dich nicht traust, es zu verändern, obwohl es dir schon lange keinen Spaß macht. All solche Dinge sind Anzeichen dafür, dass hier noch Traumata, Ängste aktiv sind, geladen sind und energetisch ihren Griff auf dich haben. Und wenn du das ein für alle Mal lösen möchtest, komm bitte in dieses vierwöchige Programm und wir ziehen dir diese Ängste und diese Traumata aus deinem Körper, aus deinem Verstand und aus deiner Realität heraus. Den Anmelde-Link findest du unter diesem Video. Ich freue mich dabei, ja, ich freue mich sehr, dich dort zu sehen, denn es ist eines der wichtigsten Schritte auf deiner Divine Design Reise, wo du dich komplett aus deinem Divine Design Soul Blueprint verkörperst und als diese Persönlichkeit Identität durchs Leben gehst und somit ein Leben kreierst, das absolut frei und erfüllt, glücklich und vor allem angst- und sorgenfrei ist. Das wünsche ich mir für dich. In diesem Sinne, teile dieses Video, like, kommentiere und wenn du es noch nicht getan hast, setze auf jeden Fall ein Abo hin. Ich gehe ab und zu auch mal live auf diesem Kanal, mache Q&As und ich bin absolut dedicated, diese Welt von diesem Laster zu befreien.